Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt? Ich brauche schon wieder Hulzi Hulz. Und schon wieder Hunger? Das kann doch nicht sein! Ich habe es immer noch auf normal gestellt. Nichts erschwert. Ja, aber. Boah, das kommt vom Sprint, weil ich die ganze Zeit sprinte. Irgendwo hat man auch ganz viele Wassertassen da. Kannst du mir mal Bescheid sagen, wenn du das Geräusch vom Hai nicht mehr hörst? Ja. Ist weg. Was? Ja, ist weg. Das war ein bisschen schnell. Gut, ich hab aber alles. So. Scheiße. Das. Oh, außerdem haben wir ja auch noch hier unten massig Platz. Da können wir auch noch ein bisschen was hinbauen. Hast du Plaste eingesammelt? Nope. Wann denn? Ich war ja unter Wasser. Oh, toll. Wollen wir die Diskussion wieder mit deinen Bauutensilien anfangen? Dass das zu viel verbraucht. Du willst, dass alles Platz hat, also lass mich. Außerdem ist das für ein Sprengler gerade das Plastik. Damit die letzte Baumreihe auch gewässert werden kann. Machst du jetzt ernsthaft immer noch Sprengler da oben? Ich brauche nur noch einen, dann bin ich da oben fertig. Ja gut, wir müssen weiterfahren, hier gibt's nichts mehr. Habe ich auch gleich vor. Und da haben wir schon wieder Hunger, das kann doch nicht wahr sein, ey. So. Sag, wenn du am Steuer bist. Dann kannst du losmachen. Jo, also von den Seiten aus kannst du nicht mehr angeln. Tschüss! Weil du dazu gemacht hast. Nee, oben wegen dem Teil. Das stößt immer oben an die Dachplatte ran. Ich habe keine Planken mehr. Scheiße. Ja, oben die Bäume wachsen noch. Und ich habe auch nichts mehr an Holz. Oh, holy, 1, 2, 3, 4, 5 Fässer.
Scheiße. Ja? Schau mal nach links. Links? Ich sehe nix. Außer den Sonnenuntergang. Jetzt vor uns. Ja. Ja. Siehst du, was ich meine? Ja, ja, diese Kuppel da. Da in der Mitte ist ja ein Turm. Fehlt immer noch Plastik. Ich wollte hier unten gucken im Netz. Oh ja, oh ja. Das müsste reichen. Nee, ein verficktes Plastik fehlt noch. Das kann doch jetzt nicht angehen. Ach du Scheiße, ist das fett. Ich wollte jetzt eigentlich was sagen, ich verkneif's mir. Komm, dann musst du schon zugeben, dass das riesig ist. Ja, aber ich wollte eigentlich sagen, sag mal, wie redest du von deiner Mutter? Hey. So, letzter Sprinkler, endlich. So. Wie soll ich. Wo soll man da ranfahren? Keine Ahnung. Rechts ist der Eingang. Ran an den Eingang. Ach, da sind mehr als einer. So, hier hatte ich Wasser schon reingefüllt. Ja. So. Alle Sprengler mit Strom und Wasser und die Bäume wachsen jetzt wieder. Fahren wir überhaupt noch vorwärts? Ja, aber ganz langsam. Wir fahren ganz langsam. Hier. Eik, bist du am Anker? Nein, ich muss mir gerade mal schnell was zu snacken holen. Musst du irgendwie richtig ranfahren, also noch nicht setzen, bitte? Nee, ich muss mich erstmal voll fressen und saufen. Setzen. Jupp, ist raus. Fuck, wie sollen wir da hochkommen? Das ist eine gute Frage. Okay, unter Wasser ist schon mal nichts. Wie du gleich wieder ins Wasser hupst. Ich hab noch nicht mal ansatzweise irgendwie jetzt hier was geplant. Ja. Scheiße. Ich bin zu klein. Ei. Bist du jetzt echt schon darüber? Na, ich stehe hinter dir. Das war gelogen. Du bist gerade wieder an Bord gekommen. Ich bin von unten runtergesprungen, weil dein scheiß Sprengler schon wieder leer ist. Apropos, wie sieht denn das von oben aus? Wow. Wollen wir das Ding vielleicht mal umfahren?
Das wär vielleicht praktischer, oder? Okay, das macht schon mal nichts. Können wir gerne. Dann gehe ich runter, schalte die Motoren an und du lenkst mal ein. Yep. Und Anker ist gelichtet. Weil irgendwo muss es ja einen Eingang geben. Ja, das wäre einer. Wir müssen uns da halt hochbauen, denke ich mir. Ich würde gerne, ich ziehe einen Eingang vor, der schon offen ist. Das war ein Supermarkt! Yep. Den plündern wir. Da gibt es bestimmt viel Essen. Und Plaste. Ja, das... Ja... Stimmt, wir brauchen sowieso alles Mögliche noch an Erzen für die Rohre dann. Weil ich glaube, für Wasser nimmst du Plaste und für Öl nimmst du Metall. Warum nicht Kupfer? Kupfer haben wir echt in Massen. Kupfer nimmst du nur für Elektrosachen. Leider. Und da haben wir hier nicht so viel. Was sagt denn überhaupt das Büchlein? Derzeit nichts. Aber hier kommt ein Eingang. Siehst du? Ich gehe runter zum Anker. Badabadan. Ich sehe ja, wann er neben uns ist, dass wir direkt daneben halten können. Und du kannst. Warte, warte. Jetzt. So, ich muss mich aber erstmal ausladen. Oh ja. Ich hau. Wie viel Holz habe ich noch? 3. Die hau ich hier in die Dinger rein. Ja, wird Zeit. Was zu snacken nehme ich noch mit. Das da, ich habe so eine Seilrutsche. Machete. Ja, ich habe eigentlich alles außer Taucherzeug. Das ziehe ich mal vorsichtshalber an die Flossen. Das da kann da rein, das kann da rein, das da. Ja. So. Als wenn hier drin auch noch ein Teil. Sei ruhig. Hä? Ich hatte gerade irgendein Geräusch im Ohr, als ob irgendeiner gequatscht hat. Ja. Hier redet einer. Ja, ich hab's auch gehört. Warte mal, das geht nicht. Nee, ist von der anderen Seite verschlossen. Also ich nehme auf jeden Fall die Machete in der Hand. Hier sind Disco-Lichter. Oder auch nicht. Hä? Ach so. Oh, nee. Machete ist da definitiv besser. Ja, Machete ist besser. Cafeteria geht hier. Wollen wir erstmal in die Cafeteria uns was zu futtern holen? Aber hier gibt es irgendwie nichts zum Looten. Noch nicht vielleicht. Die Insel ist ja auch riesig. Kommst du? Ja, ich laufe ganz normal, ich sprinte nicht, weil auf, genau. Dann hält Hunger und Durst länger. Außer ich falle natürlich hier in so ein Loch. Links oder rechts? Erstmal in die Cafeteria, auch. Genau. Da ist schon wieder ein Viech. Okay,
Wenn es nie, wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid. Der nächste platsch du. Kann ich machen. Ich habe gerade noch ein bisschen Pflaster eingesammelt. Hier hinten ist eine Notiz, glaube ich. Ja. Jupp. Ja, ich habe hier so ein Monster. Der ist down. Generator Storage Area. Wie gehen wir in die Storage Area? Wo bist du denn? Ich bin noch hier beim Looten. Ach so. Ich bin rechts hingegangen. In der Küche bin ich gerade. Gibt's da was Interessantes? Eine Menge Plaster. Das ist immer gut. Teil eines Generators aufnehmen. Hier lang. Wir gehen mal in den Storage-Raum. Was ist... Das sieht aus wie ein Dreckklumpen, den man aufheben kann. Kann man die Schränke auch wieder öffnen? Nee. Wer geht's holen? Wie denn? Na, hier rum oder bleib stehen, ich hol's schnell. Da geht's doch nicht rum, da ist zu. Doch, aber hier ist ein Viech halt. Ich bring's mal mit zu dir. Was soll ich denn mit dem Teil? Ich hab nicht mehr viel Leben. Ach, der ist schon weg. Von der anderen Seite verschlossen. Storage-Raum. Generator. Plantation, was ist das denn? Hier ist wieder so ein Generatorteil. So. Hier ist ein Päckchen. Wow, und Fisch. Oh, hier. Erstmal ein Arschschwärm. Oh. Oh, da ist noch ein Päckchen. Ja, hol du dir. Darf ich den Knopf drücken? Darf ich? Okay. Ah. Es geht die Rätsel. Scheiße, schon wieder los. Ach, wir müssen den... Ach, das ist doch ja. Au. Du musst mich hochfahren. Nee. Nee, es geht nicht mehr. Ich kann das nicht mehr aufnehmen. Hä? Fehler, Personal im Greifarmbereich jetzt. Du musst weg. Nee, wisst ihr, was wir hier machen müssen? Uns einen Aufgang bauen. Nein. Wir müssen dahinter zur Tür. Wir müssen den Weg freiräumen. Ach so. Allerdings. Wie? Lassen wir mich dran. Ach, kann man die auch Stopp mal. Genau, geh du mal runter. Ich gebe dir Anweisungen wegen, dass man durchlaufen kann, weil die Dinger sind doch offen. Nee, vor. Oh Gott, das wird schwer. Nee, fahrt mit dem nochmal zurück. Runter, genau. Ja, den nach hier drüber, wo frei ist. Das wäre bei dir geradeaus. Hm, runter, runter. Ja, den vor. Runter. Und jetzt den da hinten. Den grün. Nein, weil der hat wieder so einen Durchgang. Den roten. Daneben den roten. Ja, genau. Du musst das jetzt immer so im Kreis drehen. Warte mal, so. Der hier hat auch einen Durchgang. Du bist im Weg. Ja, den hier, ja? Ja. Hier hin, wo frei ist, bitte. Ja. Ich muss immer wieder mal reingehen, gucken.
Nope. Runter. Jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal bis hierher. Links und rechts ist zugebaut. Ja, ich weiß wie, warte kurz. Du siehst das doch auch von oben, welche offen sind, oder? Nicht gut. Ich glaube, es hängt aber mit den Markierungen zusammen. Stimmt, da siehst du, wie die offen... Lol, daran habe ich gar nicht gedacht. Falls man das halt auch alleine macht. Aber ist vielleicht besser wirklich, wenn du unten bist, dann kannst du mir Shit anleiten. Ich glaube, das, was ich jetzt mal war, ein bisschen blöd. Ich lasse das nochmal. Das war nochmal Sprinten, okay. Nein, das ist ein Alpha-Wand, man kommt da einfach nicht drauf. Ich wollte das Spiel ein bisschen austricksen. So, Ike, ich habe dir jetzt erstmal einen Durchgang gebastelt. Was jetzt? So. Jetzt müssen wir die. Du siehst doch da hinten das Blaue mit dem Kreuz ganz außen. Ja. Das versucht das mal dahin zu holen, wo jetzt das Gelbe ist. Dass du die halt immer so im Kreise drehst, die 5 Stück. Genau. Jetzt den anderen roten. Genau den. Nein. Runter. Nein. Nee, zurück. Das musst du jetzt entgegengesetzt drehen. Dann ist der rote nämlich außen an der Wand. Da interessiert er uns nicht mehr. Also jetzt den einmal nach rechts und zurück. Genau. Jetzt mit dem grün, den dunkelgrün. Geht er nun in eine Richtung, den blauen? Bah, das ist. Jetzt den einen roten wieder dahin, wo der blaue stand. Ich hatte genau dasselbe vor, ich hatte es nur anders gedacht. Achso, ich. Nee, das war falsch. Der noch nicht. Also wieder zurück. Jetzt den dunkelgrün in das freie. Den blauen ins Freie. Den dunkelroten ins Freie. Genau. Dann den dunkelgrün dahinter. So, und jetzt, stopp, jetzt den roten an den grün ran. Nein. Ja. So, den gelben darunter, dann den blauen. So, dann den gelben mit dem Längsstreifen in das freie Feld. Neben dem blauen den roten ins freie Feld. Den grauen runter. Genau. Warte, jetzt müssen wir gut überlegen. Den rechten roten, genau, den mal drehen. Also, dann den da rein. Und die andere. Warte. Der blaue muss neben den schwarzen. Ich überlege gerade, der blaue muss dahin. Und der grüne hier müsste dann normalerweise. Nee, warte mal. Ich mach ganz kurz Folgenende.